Hallo meine Lieben, ich bin mal wieder im Urlaub im sonnigen Süden. Ich habe Zug abbekommen, ich habe mal wieder so ein Kratzen in der Stimme. Ich habe festgestellt, es ist am besten einfach nicht zu viel zu sabbeln. Wenn ich das habe, dann geht es auch am schnellsten weg. Trotzdem möchte ich euch so ein paar Updates über die politische Lage nicht vorenthalten. Es sind interessante Dinge passiert. Die Dinge sind in Bewegung geraten. Wir streben sehr schnell jetzt auf ein Ende zu, viel schneller als, sagen wir mal, dieser Krieg in der Ukraine und der Konflikt, der sich drumherum aufgebaut hat, sich bisher entwickelt hat. Da ist irgendwie der Turbo jetzt drin. Und mittlerweile brauchst du auch gar nicht mehr so viel zu veranalysieren und zu argumentieren. Ich weiß jetzt, welche Quellen Stuss erzählen und welche nicht in diesem Konflikt. Und deswegen weiß ich auch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, was passieren wird. Kommen wir zu Orbán. Ihr habt ja sicher mitbekommen. Orbán war, sagen wir mal, das, was ich denke, was Orbán getan hat. Er ist spontan zu Zelensky geflogen. Das hatte das Wohlwollen der NATO und Brüssels und überhaupt. Dann kam Zelensky wieder, aber dann, schon nach ein paar Stunden, war das Flugzeug vom Orbán wieder in der Luft und hat direkt einen Überflugantrag gestellt. Das kreiste quasi schon an der Grenze Polens. Diplomatischer Überflugantrag für die Präsidentenmaschine von Ungarn. Ziel Moskau. Das haben die Polen auch nach Brüssel gemeldet. Da wurde man plötzlich hellhörig. Was geht da eigentlich vor? Was ist los? Dann war ja Orbán bei Putin. Er hat mit ihm geredet. Er kam direkt wieder zurück, war in Ungarn. Dann hatte sich ja die Annalena Baerbock angemeldet. Sie wollte unbedingt mit Orbán sprechen. Aber aus unerfindlichen Gründen, so hörte, sagen es böse Stimmen, hatte plötzlich kein einziges Regierungsmitglied vom Orbán bis zum untersten Staatssekretär Zeit, sich mit ihr zu treffen. Sie musste in der Luft umkehren. Mal wieder. Annalena halt. Annalena Diplomatie. Auf jeden Fall hatte Orbán angekündigt, es würde eine Überraschung am Montagabend geben. Die Überraschung war, er ist direkt nach China geflogen zu Xi. Jetzt ist Orbán wieder da und trifft irgendwelche anderen Leute. Und er gibt Interviews bei dieser Weltwoche in der Schweiz. Der Roger Köppel, der bisher in Deutschland gilt er als extrem rechts. Bildet euch selber euer Urteil über ihn. Aber es gibt in der Schweiz so einen Milliardär, der finanziert diese eine rechte Partei in der Schweiz, der Blocher. Der Blocher hat diese, die Weltwoche gekauft und hat sie quasi dem Köppel geschenkt. Und das ist so, versteht ihr, da geht es nicht um Kommerz oder um Geld verdienen. Bei der Weltwoche geht es um, ja, um Meinung beeinflussen und Politik zu machen. Jetzt sagen wir, Orbán und irgendwelche Leute geben jetzt standardmäßig Interviews beim Köppel. Und nicht bei den deutschen Medien, weil der Köppel halt auch Reichweite im deutschsprachigen Raum hat. Und irgendwelche Leute gucken ihn, versteht ihr? Weil eben nur er im Moment Interviews dieser Art führen kann. Wie dem auch sei, er hat ein Interview gegeben am Montag, direkt nach Peking abgedampft. Und jetzt spucken ja irgendwelche Leute Gift und Galle und die Schweden wollen ihn boykottieren und so weiter. Aber was wirklich passiert ist oder was Orbán wirklich tut ist, Orbán klopft quasi so eine Art Separatfrieden ab. Versteht ihr? Sagen wir mal, es gibt irgendwelche Länder, ich habe das ja schon hier und da mal thematisiert, das sind in Wahrheit nur Scheinverbündete der Koalition der Willigen im Krieg in der Ukraine. Die haben eigentlich in Wahrheit gar keinen Bock. Das sind auch vor allem so Länder wie zum Beispiel Bulgarien. Bulgarien hat sich durch eine NATO-freundliche Position und eine EU-freundliche Position in den letzten 10 Jahren finanziell geschadet bis zum Äußersten. Und sagen wir mal, am besten steht man so auf dem Standpunkt, naja, das ist halt die transatlantische Solidarität. Aber in Wahrheit haben die Bulgaren keinen Bock mehr. Hört man jetzt in letzter Zeit immer mehr und immer häufiger. Jetzt könnte es, oder sagen wir mal, es gibt eine Koalition der Unwilligen, die einfach mit Zelensky und Putin und Xi so eine Art Separatlösung aushandeln und einfach darauf helfen, was der Westen will. Also was Großbritannien, Boris Johnson, Biden, die Grünen und so weiter, das interessiert ihr einfach nicht mehr. Also das ist ja genau das Szenario, was ich schon seit längerem beschrieben habe und was sich jetzt anscheinend so auch wirklich bewahrheiten könnte. Also es gibt viele Zeichen dafür, dass es genauso kommen könnte. Dass jetzt nämlich diese Länder sich denken, ja, das ist ja alles schön und gut, dass ihr den Russen einkreisen wollt und dass ihr ihn besiegen wollt, aber in Wahrheit zahlen wir den höchsten Preis dafür. Ihr müsst euch mal so überlegen, der Orbán, und das habe ich in diesem Kontext auch irgendwie gehört die Tage, 82% der elektrischen Energie in Ungarn werden erzeugt aus russischem Erdgas. Der Rest ist irgendwie russischer Atomkraft, das ist alles aus Russland. Der Orbán hat gar keine Option, er hat gar nicht die Wahl. Er hat einfach nicht die Wahl. Bei ihm ist das halt so, das kann man nicht ändern.
Sagen wir, es gibt andere, die sind vielleicht jetzt nicht in so einer A-Position wie der Orban, aber im Endeffekt läuft es bei denen auch selber hinaus. Und jetzt könnten die überraschenderweise morgen irgendwo ankommen, könnten eine Erklärung abgeben, wir haben uns mit dem Russen geeinigt, wir richten uns einfach auch nach seinen Interessen aus. Wir sind natürlich auch weiter in der NATO, wir sind weiter in der EU, ist alles gar kein Thema. Aber es gibt auch so Äußerungen vom Orban und auch von so einem Politiker, auch in Bulgarien speziell, und vom Pico und solchen Leuten, die sagen, wir sind der NATO beigetreten, um ein Verteidigungsbündnis zu sein, um uns gegenseitig zu beschützen, aber wir wollen gar keine Kriege außerhalb des NATO-Territoriums führen. Ukraine egal. Jetzt kommt der Knüller. Und sagen wir mal, es gibt auch Zeichen dafür, aber das ist wirklich noch spekulativ, aber es könnte auch darauf hinauslaufen, dass Zelensky sich am Ende denkt, oder mittlerweile denkt, wisst ihr, lieber Westen, ist ja alles schön und gut. Aber in Wahrheit habe ich ja den meisten Schaden davon getragen in diesem Konflikt. Ich sehe, das ist ja verheerend für die Ukraine. Das war ja richtig ein verheerender, oder was heißt das war? Es ist ein verheerender Krieg, durchaus auch vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg, wo ja, ich meine, ihr kennt wahrscheinlich diese Bilder, wie das da aussieht in der Kampfzone, wenn dann die eine oder andere Seite das erobert hat. Das ist so, abreißen und nochmal neu erbauen. Seht ihr, ganze Städte gehen unter in der Ostukraine gerade. Und dass Zelensky sich denkt, ja, eigentlich hatte ich ja mit dem Russen schon einen gar nicht so schlechten Deal, aber dann kam ja Boris Johnson, wollte nicht. Hat mir irgendwie erzählt, ich werde dir Waffen schicken, wir werden schicken und schicken. Aber irgendwie habt ihr gar nicht so viel geschickt. Ob ihr jetzt den Wiederaufbau in der Ukraine macht, letztendlich wird es ja trotzdem darauf hinauslaufen. Natürlich wird der Westen nicht irgendwas dort wieder aufbauen. Er wird auch das wieder aufbauen, vor allem, wo er selber natürlich irgendwelche Profite zu erwarten hat. Aber das tut doch heute Katar oder der Chinese oder irgendwelche Länder. Es gibt ja auf der Welt heute irgendwelche Kapitalgeber, die haben entsprechendes Cash Money. Der König von Saudi-Arabien, der will doch jetzt seine Dollarreserven noch weiter verringern. Versteht ihr? Es kann zum Beispiel sein, Saudi-Arabien hat gute Beziehungen mit der Ukraine. Es kann doch sein, dass Saudi-Arabien dort genau dasselbe Ding tut, was dann der Westen tun würde, nur mit wesentlich weniger unangenehmen Bedingungen, die Ukraine zu erfüllen hätte. Weil eigentlich, sagen wir mal, der Westen hat die Ukraine auch in diesen Konflikt getrieben. Dass er so der selbstlose Helfer war, versteht ihr, dieses Narrativ, das ist ja schön und gut. Lieber Runzenheimer und lieber Keup und wie er alle heißt, der Drops ist gelutscht. Das heißt also, es könnte auch sein, dass Zelensky am Ende selber einen Separatfrieden mit dem Russen schließt. Ihr müsst bedenken, dadurch würde dann der Ukraine-Krieg wahrscheinlich in einer überschaubaren Zeit runterkochen und es käme zumindest zu einem Waffenstillstand. Aber der geopolitische Konflikt, den wir jetzt eröffnet haben, als NATO, als EU, als USA, der ja mittlerweile auch in Israel und mit den Houthi und in Afrika und irgendwo da hinten in Kasachstan haben sie jetzt eine bunte Revolution unterbunden, habe ich zumindest so gehört am Rande, hat mich jetzt nicht so interessiert, aber ich denke, dieser Konflikt, der wird doch jetzt nicht runtergekocht, das musst du mal so überlegen. Man sagt, dass durch die Wahlen in Frankreich, völlig unabhängig davon, ob jetzt Le Pen im Endeffekt gewonnen hat oder nicht, jetzt hat halt dieser Mélenchon gewonnen. Aber Mélenchon ist auch so ein Hardcore-Linker, der wird auch viel von Migranten gewählt. Und die haben keine Sympathie mit der Ukraine. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Muslime es in Frankreich gibt. Die sagen mal, diesen Mélenchon wählen, so wie ja viele Muslime auch die Grünen in Deutschland wählen. Glaubt ihr, dass das Grüne Ukraine-Unterstützer sind? Glaubt ihr, die gehen voll ab, wenn jemand Sauber Ukrainer ruft mit der schwarzen Sonne und dieses ganze Ding? Ich glaube nicht, dass das denen besonders sympathisch ist. Das heißt also, Macron wird jetzt in der Ukraine-Frage, also man kann natürlich sagen, niemals nie, aber wahrscheinlich wird er jetzt, sehr wahrscheinlich sogar, zur Lame Duck und bleibt doch eine Lame Duck. Und er muss gucken, dass ihm nicht völlig die Stimmung kippt, weil jetzt im Moment wählt Frankreich extrem. Und das, was sie ja immer gelabert haben, die Mitte, wisst ihr noch, dieses Gelaber bei Mutti immer, die Mitte, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Im Moment, also in Frankreich heute, werden Wahlen nicht mehr in der Mitte gewonnen. Und in Deutschland muss ich dir, glaube ich, nicht erzählen, wie es ist. Wenn du dich für Politik interessierst, dann weißt du doch. Verstehst du? Da müssen wir gar nicht viel darüber reden, wie sich gerade die deutsche Gesellschaft polarisiert und spaltet und wie es auch gar keinen Dialog mehr gibt in der Form. Dialog feiern, es gibt keinen Dialog, versteht ihr? Deutschland strebt auch irgendwie in einen Zustand, wo es eine Diktatur der Mehrheit sein wird, versteht ihr? Das ist ja heute schon, wie dem auch sei. Und dann Trump, verstehst du? Trump, der absolute Super-GAU. Und jetzt überleg mal, wer ist denn heute noch ein substanzieller Unterstützer der Ukraine? Wenn, sagen wir mal, Frankreich eine Lame Duck ist und mit Trump werden dann die USA auch eine Lame Duck,
Die werden natürlich die Ukraine nicht komplett, sie werden natürlich weiter irgendwas liefern, aber sie könnten ja jetzt auch wieder anfangen, lustig Helme zu liefern. Wahrscheinlich ist das auch das, was die NATO gerade überzählig auf Lager hat, sind zum Beispiel Helme und irgendwie so ein Kram. Wer bleibt dann aber noch am Ende? Wer ist das eine Arschloch des Westens, der am Ende dann noch als großer Unterstützer der Ukraine übrig bleibt? Das eine Arschloch, das dem Russen eigentlich relativ dankbar sein müsste dafür, dass er ihm die gemeinsame Geschichte verziehen hat und die Wiedervereinigung und so weiter und so fort. Könnte es sein, dass dieser Russe leicht nachtragend sein wird, dann danach? Und Orban ist jetzt gerade der, der rammt der EU den, oder sagen wir mal, der rammt den Transatlantikern den Dolch des Verrats in den Rücken. So werden sie es sehen. Und guck mal, du hast jetzt auch solche Spezies in diese ganzen Wirtschaftsdullis, wie den Otte und diese ganzen Dullis. Die reden schon auf diesen Kanälen über den Zerfall der EU, über diese Spaltung, dass zum Beispiel die da im Osten sich überlegen könnten oder wahrscheinlich gerade dabei sind, sich zu überlegen, vergessen wir das. Wir müssen gar nicht mit einer Stimme sprechen. Vielleicht kann die EU ja auch ein Wirtschaftsbündnis sein, das mit zwei Stimmen spricht. Und sagen wir mal, die einen haben ein Problem mit Russland. Und die anderen haben es vielleicht nicht so sehr. Und diese Dullis, die diese Finanzfonds verwalten, der Mark Friedrich und solche Leute, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Die sehen natürlich solche Risiken voraus, die preisen das ein, die überlegen sich, steht hier, das ist ja ihr Geschäft, sich das zu überlegen. Wie wird eigentlich die EU in 10 Jahren aussehen, wenn genau das jetzt passiert? Macht's gut, meine Lieben, macht's gut.